Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 15 Minuten 5 Meter. Dabei ist wieder ebenfalls dabei ist. Das habe ich dreimal dabei gesagt. Der Yankee. Hallo. Ja, und wir haben nur noch die Hälfte Sprit im Tank. Das heißt, du musst dich mal beeilen, was auch immer du da machst. Ja, ich habe den jetzt schon ein ganz erhebliches Stückchen hier wieder nach oben gezogen, nachdem du den vorher ja wieder nach unten boxiert hast, ne? Mhm. Jetzt wäre es natürlich auch extrem nützlich, mit einer zweiten Winde zu arbeiten, aber ist ja nicht. Mhm. Deswegen müsste ich jetzt ein Stück nach hier kommen. So, und jetzt kann ich nochmal probieren, die Winde hier anzulegen. So. Mhm. Und dann gucken wir mal, was sie tut. Ja, sie zieht. Sieht gut aus. Ganz schön Kraft, das Ding. Mhm. Jetzt müssten wir es eigentlich so machen, dass ich den schnappe, bevor er wieder runterrutscht. Und du fährst dann vor und ich halte den so lange. Aber das wird wohl nicht funktionieren. Versuche ich mal, ob ich mich hier noch bewegen kann. Aber... Wollen wir es mal probieren? Ja, okay. Dann sagst du, wenn du bereit bist, ja. Dann sagst du los und ich drück dann, ne? 3, 2, 1. Boah, da steht sogar. Tja. Rutscht gar nicht runter. Also, hat auch nicht geklappt. Kann mich nicht verbinden. Das ist gleich ein Stück zu weit. Obwohl er dann. Er zeigt dann den Punkt schon an, ne? Aber es geht nicht. Ja, das hatte ich ja jetzt auch schon ein paar Mal das Problem. Nein. Hallo? Nicht da runterfallen. Nein. Bleibst du hier? So. Komm doch lieber vielleicht nicht auf diesen Feld. Nein, sondern die Zuschauer hier auf wollen doch sehen, was du machst. Was soll ich dir die Straße zeigen für eine Viertelstunde? Ist doch doof. Hä? Nee, ich dachte, du wolltest ihn jetzt ziehen, weil du die stärkere Winde hast. Achso, ich soll jetzt da runterfahren? Okay. Nee. Nicht ganz runterfahren, ja. Sondern nur hier dich hinter den höchsten Baum klemmen, sodass es der geht, sodass es noch reicht mit der Winde. Mhm. Immerhin ein gutes Stückchen habe ich dir ja mal gezogen. Ja, also bin ich jetzt erstaunt. Aber du hast eigentlich recht, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Winde hier drin jetzt stärker ist als in dem Teil, was du da hast, in deinem riesengroßen Teil da. So. Na gut, du hast ja halt aufgerüstet, die Winde, ne? Deswegen. Probieren wir mal. So, Funktionsmenü aus. Die hat 15.000 gekostet, ja. Die Winde? Mhm. Ja, es ist ja... Puh. Ja, ich bin ja sehr begeistert, was die bringt. Puh. Also, es nützt gar nichts. Überhaupt nichts. Ja, gut. Also, wieder neue Erkenntnis. Stärkere Winde, kleinerer LKW. Immer noch scheiße. Großer LKW, geile Winde, wahrscheinlich besser. Ja, und jetzt? Super. Soll ich wieder schieben? Also, wenn du jetzt da runterfährst, dann darfst du da auf keinen Fall gegenballern, weil wir sind schon wieder ein bisschen, es ist jetzt schon ein Stück. Also, wir haben zwei Optionen. Also, du kannst mal probieren mit Schieben, das ist ja eine Option, aber entweder du musst halt irgendwo anders rumfahren oder wenn du hier runterfährst, dann an der Karre vorbei. Vielleicht fährst du besser vorwärts, das ist einfacher. Bitte nicht da. Ich kann dich sonst auch stabilisieren mit etwas Wind, oder? Nein! Genau das meinte ich, wo ich sagen wollte, wenn du da runterfährst, vielleicht besser an einer anderen Stelle als hier. Ja, weil der jetzt damit du den nicht wieder runterschubst. Ja, das ist jetzt sehr doof.
glaube, wir müssen hier mal einen Cut setzen, die armen Zuschauer. So, liebe Zuschauer, wir haben dann mal kurz die LKWs nochmal neu betankt, weil die natürlich auch zu leer geworden sind. Und dabei habe ich festgestellt, ich hatte gar nicht die feste, die starke Winde dran. Und wir machen das jetzt so, ich würde trotzdem nochmal gucken, ob ich den irgendwie jetzt mit der starken Winde ziehen kann. Ansonsten fahre ich dran vorbei unten und schiebe und du ziehst, würde ich sagen. Mhm. Ja, und wir haben jetzt eben kurz den Rettungsteil rausgenommen, weil, also wirklich, nochmal zeigen, wie ich die ganze Zeit auf der Seite liege und versucht werde zu retten. Ist wahrscheinlich nicht so. Was spannend. Übrigens auch auf den ersten Versuch dann nochmal nicht geklappt hat. Nun gut. So, warte mal. Also in der letzten Folge hast du noch gesagt, wirklich ist rausgeschnitten und. Ja, stimmt auch eigentlich, ne? Gut, ich ziehe mal mit der starken Winde, ja? Wow. Meine Begeisterung ist exorbitant. Oh. Wer kommt? Es hört sich was, ja, nein, vielleicht. Ja. Ganz langsam kommt er angerollt. Ich muss auch richtig Gas geben dabei. Ja, es kann dabei helfen, mal so ein bisschen nach links und rechts zu lenken, ne? Ich würde den jetzt halt. Warte mal. Weil die reden ja miteinander, also das macht der andere dann auch. Und wenn der da so ein bisschen an irgendwas festhängt, dann kann er sich zumindest die Vorderräder so ein bisschen befreien. Hm. Hä? Wie Winde vom. Hä? Der jetzt seine Winde zu mir ver. Hm? Bin verwirrt. Sag uns, als hätte er seine Winde zu mir verbunden. Hä? Was passiert denn hier schon? Achso, das ist zu weit weg wahrscheinlich. Ja, es sieht jetzt aber nicht nach Bewegung aus da unten. Doch, doch, der bewegt sich ganz langsam. Also die scheint schon recht stark zu sein. Aber kann man das sehen, die Bewegung? Ja. Jetzt den Monitor hier unten an die Ecke stelle. Nee, das bewegt sich in der Tat nicht. Ja, hm. Also ich kann den sonst noch mal, weil ich einen anderen Winkel habe, weißt du? Ja, in anderen. Pass auf, dass du dich da nicht rausziehst. Nicht wieder runterlassen. Es ist so schade. Es ist so schade, dass du mich jetzt nicht ziehen kannst, ne, mit der anderen Winde. Ja, das wäre jetzt in der Tat ziemlich nützlich. Ich rutsche weiter runter, wenn ich rückwärts fahre. Du musst mich zurückziehen. Nein, schon wieder. Ja, gut. Willst du es nochmal versuchen? Und ich versuche ihn zu schieben. Ja. Ich frage jetzt nur, wie komme ich jetzt? Okay, also mit dem Schieben. Entweder du fährst jetzt außen rum. An einem Bogen. An einer anderen Stelle darunter. Weiß nicht. Meine Map ist abgestürzt. Oh nein. Deine Map ist abgestürzt. Ja. Siehst du doch. Ja, es. Also dann geh da mal auf die globale Karte, so mit G und dann auf eine andere und dann wieder auf die zurück. Vielleicht geht's ja wieder. Nee. Och, Spiel! Kommst du aus der Karte wieder raus? Nein. Ja, dann. Ich muss mal eben neu starten. Die Aufnahme noch mal pausieren. So, das Menü ist wieder repariert, beziehungsweise die Map. Ich werde jetzt einmal die ganz große Hafenrumfahrt machen, um von hinten zu schieben. Und dann schauen wir mal, ob wir nicht doch noch hier unseren Schmuddelfilm-Darsteller aus dem Wasser ziehen können. Autsch. Wo hab ich mir jetzt wehgetan?
Eigentlich wäre es andersrum geschickter, ne? Weil du die starke Winde hast. Wäre besser, wenn du dahinter stehst und dich mit der Winde hochziehst und so schiebst, dann hilft das natürlich auch. Ja, das wäre so der Gedanke gewesen. Ja, ansonsten, wenn das nicht klappt, dann würde ich sagen, holen wir den da raus, wo du da gerade runterdüst, ne? Mhm. Da haben wir es beim letzten Mal gemacht. Und wie gesagt, es war eine abendfüllende Veranstaltung. Ja, aber es hat halt geklappt. Und dann haben wir es halt also, ohne den... Die einen sagen so, die anderen so, ne? Also ein Garo-Zuschauer wäre begeistert von unserer herausragenden Leistung. Ein durchschnittlicher Spieler nicht. Mhm. Leute fragen sich natürlich jetzt, wenn ich so easy hier durchs Wasser fahre, warum ich nicht einfach hier lang ziehe. Aber, tja. Weißt du, wir wollen natürlich auch den Leuten noch Raum für Kommentare lassen, ne? Ja, außerdem soll das ja auch eine Herausforderung sein. Genau. Also ich meine, wenn man alles auf einfach stellt, dann weißt du ja auch nicht mehr, ne? Was gab's heute Mittag, was da bei dir gerade rumturnt? Rumturnt? Ja, da hat sich doch das Mittagessen bemerkbar gemacht gerade, oder nicht? Von einem Schluck auf? Mhm. Nee, das krieg ich immer. Ich eher von Trinken. Kriegst du Schluck auf von Essen? Ich weiß gar nicht, was ich Schluck auf kriege. So, ja, ich bin schon hier, ne? Das. Ich glaube, das wäre anders einfacher. Aber gut. Wir probieren's. So, geht los. Warte mal, ich zieh mich mal eben kurz. Warte mal. Mach ich mal eben fest. Mit der neuen. Jetzt ist auch wirklich die stärkere Winde ja drin, ne? Warte mal, nicht hier, nicht da. Warum komme ich an den Baum nicht? Den vielleicht erstmal. Ja. Sekunde. So, jetzt könnte es gleich losgehen. Okay. Ab geht er. Dann los. Vor allem jetzt so würde er wahrscheinlich nicht mehr runterrutschen, ne? Mhm. Ja, jetzt. Ja, gleich hinter vom Baum. Ja, ich muss also ein Stückchen an eine andere Stelle fahren, ne? Also du musst ihn jetzt halten. Hm. Kein Problem. Krieg mal hin. So. Jetzt versuche ich den nochmal anzuhängen. Mhm. Das war wahrscheinlich nicht der LKW. Vielleicht ist das der LKW. Und der Langsamgang hat offenbar auch noch Untersetzung, ne? Bitte? Der Langsamgang hat scheinbar auch noch Übersetzungen oder Untersetzungen. Es gibt. Man kann den nachrüsten, also wenn man ein Getriebe hat, es gibt welche, die haben drei Langsamgangstufen, aber habe ich in dem hier nicht. Also hier habe ich nur eine Langsamgangstufe. Nee. Ich glaube, wir müssen den irgendwie seitlich rumkriegen, das geht so nicht. Ja, meinst du? Also es sieht eher schlechter aus, ne? Ja, du musst von der Seite nochmal eben irgendwie ran. Ja, dann versuchen wir das mal. Was eine Mission, ey. Die armen Zuschauer. Obwohl die das ja feiern, ne? Was wir hier veranstalten. Ich finde das so super. Die netten, lieben Kommentare, die Daumen. Es sind halt einfach die besten Zuschauer der Welt. Das muss man auch nochmal so betonen. Und vor allem möchte ich mich mal allen bedanken, die seit neuestem unseren Code im Epic Store verwenden, Garda Spiele, um das Spiel zu erwerben. Ich weiß nicht, das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen einfach mal an dieser Stelle danke an alle, die das getan haben. Und das waren nicht wenige. Vielen lieben Dank, also wirklich. Muss man ja auch mal sagen dürfen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Oh, warte! Ja. Ich hab ihn schon mal auf der Seite. Gut, ja, du hast ihn auf der Seite. Ja. Guck
guck mal, auf der Seite kommt er doch viel besser den Berg hoch als, na, als auf den Rädern. Er snappt. Ja, sehr gut. Hab ihn. Er hat mich. Nein, nicht. Oha. Nichts tun. Was? Wo kann ich mich jetzt anhängen, dass ich zurückkippe? Ich kann es versuchen mit Gegenlenken. Und Windebild. Nein, geht nicht. Ich kann halt versuchen, den noch ein Stück zu ziehen, damit er nicht mehr untergehängt, ne? Mhm. Das könnte aber schief gehen. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel gerade nicht ziehen. Mhm. Klappt's denn? Der Motor ist noch an. Ich könnte mich zur Not gerade ziehen. Ich guck mal, ob ich... Okay, warte. Sekunde, ich brauche einen neuen Baum. Ich habe einen. Wie so ein Hund, ne? Hoch, neuen Baum. Okay. Und, on my way. Ja, sag Bescheid, wenn ich ihn loslassen kann, um mich zu repositionieren. Wisst ihr was, liebe Zuschauer? Wir machen in der nächsten Folge weiter. An dieser Stelle ein Cliffhanger. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr nochmal. Danke für eure Unterstützung. Ich wollte das jetzt nochmal aus... Oder? Ausdrücklich nochmal Danke sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Cliffhanger, verstehst du?